Guten Tag, meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch? Ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sara und das ist die 18. Stunde. 4 Grundstufe, Lektion 6, unter dem Titel, was ziehe ich an? Hier sind grammatisches Regal, die Modalverben wollen und können. Wir haben können, wie vorgenommen oder gelernt, dass wir das Modalverb wollen bedeutet want, können bedeutet can. Das Modalverb kommt immer Nummer 2. Kommt immer Nummer 2 und braucht ein anderes Verb am Ende, kommt im Infinitiv und endet mit en. Das Modalverb bringen, ein anderes Verb im Satz, um die Bedeutung zu ergänzen. Kommt Nummer 2 und braucht ein anderes Verb am Ende und dieses Verb wird im Infinitiv endet mit en. Und hier sind die Beispiele. Ich will die Konjugation von Verb wollen, konjugiert mit ich. Kommt Nummer 2 und am Ende braucht ein anderes Verb am Ende im Infinitiv kaufen und endet mit en. Zum Beispiel, I want to buy a dress. Ich will ein Kleid kaufen, bedeutet auf Englisch, I want to buy a dress. Und hier, das ist ein anderes Beispiel, Adam will in der Party tanzen. Das Verb wollen konjugiert hier will und kommt Nummer 2, konjugiert mit Adam, er. Und am Ende braucht ein anderes Verb, kommt am Ende und endet mit en, tanzen. Und hier, Hela will ein Kostümfest machen. Das Verb wollen kommt hier, Nummer 2, konjugiert mit Hela, nicht wollen, wird will. Ein Kostümfest und am Ende kommt ein anderes Verb machen im Infinitiv und endet mit en. Und hier sind Beispiele aber mit trennbaren Verben. Es gibt trennbare Verben, wir haben das schon genommen. Das Verb anziehen kommt Nummer 2 und braucht Vorsilbe am Ende zu setzen. Und Verb anprobieren, wir haben das schon genommen. Probieren kommt Nummer 2 und braucht ein anderes Vorsilbe am Ende. Aber mit Modalverben, mit können und wollen, kommt die trennbare Verben am Ende mit die Vorsilbe. Anziehen, nicht ziehe an. Anprobieren, nicht probiere an. Hier, du kannst eine Jacke anziehen. Ähnlich in die englische Sprache, you can wear. Du kannst, kommt Nummer 2, konjugiert mit du, st, kannst und am Ende kommt ein anderes Verb im Infinitiv am Ende, endet mit en, anziehen, wir. Und hier das Verb willst, kommt hier und konjugiert mit Subjekt, das ist Frage, so das Verb kommt am Anfang, willst du und am Ende braucht ein anderes Verb in Infinitiv kommt am Ende. Anprobieren. Und wir können jetzt die Konjugation von Verben sehen und sehr gut lernen. Ich, ähnlich I, du, you, er, he, sie, she, es, ähnlich it oder irgendwo hat Artikel das. Wir benutzen es. Oder hier wir, we, sie, they und sie für Respekt oder Ähnlichkeit, ähnlich sehr und am Ende ihr, ähnlich, you, plural. Das Verb wollen bedeutet want, kommt Nummer 2 und braucht ein anderes Verb, kommt am Ende. Die Konjugation wird mit ich, will, o wird i und ich schreibe am Ende keine e. Nicht will, nein, ich will. Mit du willst.
am Ende, ich schreibe STT und O wird I, wie List. Mit er, es, sie, also die Kommunikation wird will. O wird I und ich schreibe keine T. Und hier mit wir und sie, das Verb wird noch einmal wollen. En, noch einmal. Und hier mit ihr, das Verb wird wollt am Ende T, aber O. Die drei Konjugationen. O wird I, aber am Ende O wird noch einmal O, O. Ich will, du willst, er, es, sie will, wir und sie wollen und am Ende ihr wollt. Und hier das Verb können. Können bedeutet gehen, kommt Nummer 2 und braucht ein anderes Verb am Ende. Im Infinitiv endet mit en. Und wir haben das schon bevor gelernt. Ich kann, du kannst, er, es, sie kann, wir und sie können und am Ende ihr könnt. Die drei Konjugationen A und hier O Umlaut noch einmal. Wollen und können kommt Nummer 2 und braucht ein anderes Verb am Ende. Und wenn das Verb am Ende ist, trennbare Verb, ich schreibe das Verb mit voll selbe. Zum Beispiel anziehen, anprobieren, ausziehen. Ich kann die Jacke anprobieren. Ich will die Jacke anprobieren und so weiter. Und hier, das ist Verb haben, bedeutet Verb to have. Wir können über Verb haben eine schnelle Wiederholung machen. Mit ich habe, mit du hast, ohne B. Mit er, es, sie hat, wir und sie haben und am Ende ihr habt. Beispiele, ich habe einen Hut. Hast du Handschuhe? Ja. Verb haben braucht Akkusativobjekt. Und hier, das ist die Seite 49 im Booklet. Wir können das miteinander lösen. Das ist, verwende das Verb haben, die Konjugation von Verb haben. Ali, er hat einen Hut. Und Verb haben braucht Akkusativobjekt. Nummer 2, ich habe ein Hemd. Nummer 3, hast du eine Hose? Nummer 4, das Mädchen hat irgendwort, hat Artikel das, ich benutze es. Mit er und es und sie hat eine Jacke. Und hier die Jungen, das sind die Jungen Plural. Ich benutze sie, ähnlich sie, haben die Handschuhe und den Mantel. Und hier, ich möchte die Konjugation von Verb wollen benutzen. Das Verb wollen kommt Nummer 2 und am Ende braucht ein anderes Verb im Infinitiv, endet mit en. Zum Beispiel kaufen, anziehen, anprobieren, tanzen und so weiter. Nummer 1, ich will ein Kleid kaufen. Will Nummer 2 und am Ende kaufen im Infinitiv endet mit en. Du willst eine Jacke anziehen. Willst kommt Nummer 2 und am Ende anziehen kommt am Ende mit vorselbe und endet mit en. Nummer 3. Willst du das T-Shirt anprobieren? Nummer 4. Adam will in der Party tanzen. Nummer 5. Hele will ein Kostümfest machen. Nummer 6. Lisa und Fabienne, zwei Namen, sie in See wollen als Zauberer anziehen. Und Nummer 7. Wir wollen zur Party gehen. Anna und ich. Anna und ich werden wir. Wir wollen einen Pulli anziehen. Das ist der Akkusativobjekt und am Ende das Verb im Infinitiv. Fabienne und du, ihr wollt schwarze Schuhe anhaben. Und Nummer 10, willst du den Rock anprobieren?
Nein. Das ist die Frage, Ja- und Nein-Frage. Das Verb am Anfang und am Ende, ein anderes Verb im Infinitiv endet mit EN. Und hier, die Stunde kommt zu Ende. Konzentriert, folgt meine Videos, lernt viel. Danke und auf Wiedersehen.